So, willkommen zu einer neuen Folge auf Webkanal Ramses der Dicke. Husten ist da, Arzt war auch da, ne, alles. Mal gucken, erstmal was nehmen, vielleicht geht's ja wieder weg. Wir haben neues Unboxing vorbereitet. Sandra hat irgendwas bestellt, also Pupsi. Eins ist vom Borki gekommen, Paket. Sie hat selber irgendwas bestellt. Und guckt euch mal diesen hässlichen Karton an, da steht da Sugar Dad, www.sugardad.eu. Wir wollen keine Werbung machen, das untere ist ein Fanpaket von Borki, da freue ich mich besonders drauf. Das, da rege ich mich bestimmt wieder drüber auf, aber das sehen wir jetzt, wenn wir es auspacken. Adi Schatz, alles Gute. Guck, wie der da rumzwirbelt. So, fürs Thumbnail halten wir das Ding mal kurz rein und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Unboxing. Wir fangen an mit dem Sugar Dad Paket von Pupsi. Ich habe immer so eine blaue Schere hier besorgt. Passend zu diesem blauen Paket Sugar Dad EU. Wenn ihr an der Seite guckt, dein Sugar Dad hat dir etwas geschickt, steht da drauf. Da seht ihr auch noch den alten grimmigen Mann. Das ist ja schon wieder so ein richtiges Berlin-Tag- und Nacht-Thema. Wundert mich nicht, dass Pupsi da direkt zugreift und hellhörig wird. Was da aber drin ist, das sehen wir gleich, weil das soll ja nichts Perverses sein, das soll nur eine lustige Anspielung sein, da das halt was mit Süßigkeiten ist. Ob das wirklich Süßigkeiten sind? Ich habe von der Seite auf jeden Fall noch nie was gehört. Es gibt ja so viele World of Sweets, irgendwelche Seiden, irgendwelche Naschboxen, irgendwelches andere Zeug. Sie hat hier aber was bestellt, das ist eine Coca-Cola, sehe ich da. Eine japanische, also vielleicht ist es auch keine Coca-Cola, sieht aus wie ein Coca-Cola-Deckel, scheint aber, es ist eine Erdbeer-Cola wahrscheinlich. Cola mit Erdbeergeschmack, genau. Hoher Koffeingehalt, nicht für Kinder sowie schwangere oder stillende Frauen. Adi, nicht auf die Box, da ist doch die Kamera drauf, da musst du hier runter jetzt. Anders geht das nicht. Eine Erdbeer-Cola, wäre die eine nicht schon genug? Hat sie hier noch eine zweite Erdbeer-Cola drin? Nicht, denn das ist keine Cola, das ist ein Prime. Ein Prime Boysen Dehydrante Strawberry Watermelon. Die Sorte kenne ich nicht. Schade, dass die jetzt extra hier so angereist kommen. Die müsste man eigentlich für Ramses Kitchen mal testen, denn im Kaufland gab es diese Sorte nicht. Strawberry Watermelon. Erdbeer freue ich mich eigentlich immer. Watermelon, denke ich mir, schmeckt bestimmt wieder nach nichts. Dann habt ihr vielleicht in alten Videos gesehen, Pupsi ist süchtig nach Jalapeno Cheese Curls. Jetzt hat sie da eine Packung Carolina Reaper Cheese Curls mal probiert von Hers. Also wir hatten die schon mal. Sie hat dann immer die grüne Tüte mit Jalapeno Curls genommen von Cheese Curls. Dann hat sie jetzt die Reaper gehabt und gesagt, die schmecken ja eigentlich viel besser. Sind auch gar nicht scharf, ne? Man kann immer nur eins essen, dann stirbt man immer. Made with real cheese. Jetzt hat sie sich statt tonnenweise grüne Jalapeno Cheese Curls wohl tonnenweise schwarz-rote Carolina Reaper Cheese Curls. Ist aber schon ewig her, dass wir die mal hatten. Da bin ich mal gespannt, da würde ich auch mal in die Tüte reingreifen. Carolina Reaper Cheese Curls ist auf jeden Fall was Besonderes. Wo wir es gerade davon hatten, hier, das ist der Vergangenheit. Jalapeno Cheese Curls, eine Packung ist noch drin. Alles von Harris. Harris hat ja eigentlich viele coole Dinge, aber oh mein Gott, jetzt verstehe ich das, weil sie haben eine Gurke gekauft, die kleinen Mini-Gurken für 55 Cent. Eine große Gurke war im Angebot für 55 Cent. Ich habe den Einkauf ausgeräumt, die sagt, apropos Gurke, magst du vielleicht mal das Unboxing machen? Da muss bestimmt was in den Kühlschrank. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier steht aber Van Holtens Hot Pickle. Da ist eine Gurke drin, eine Riesengurke in einer Riesentüte mit irgendeinem Gewürz, mit irgendeinem Fläschchen, mit Pulver, mit einem Aufkleber, mit einem Sticker. Was ist das? Ist das eine Challenge, die schärfste Gurke der Welt? Oder soll das einfach nur eine leckere Gewürzgurke sein? Was steht denn hier? Chili-Limettenpulver, Thai-Chin-Kamoi-Sauce, Fruit-Roll-Ups-Erdbeer, Van Holtens Hot Pickle. Kombiniert man das alles zu einem? Wie passen denn hier eine Fruit-Roll-Ups-Erdbeere 14 Gramm damit rein? Ja, keine Ahnung. Da muss ich sie mal fragen. Da wird vielleicht da ein extra Video kommen, wie man sich eine komische Gurke ins Gesicht presst.
Ihr habt da dann nochmal so eine Kanne, da bedanken die sich natürlich, dass ihr bestellt habt. Da gibt es noch 10% beim nächsten Mal mit dem komischen Code SD10. Dein Sugar Dad SD, Sugar Dad SD10 bei der nächsten Bestellung. Der sieht aber auf jeden Fall richtig genial aus. Das kommt wieder weg. Was jetzt eigentlich der Inhalt sein sollte von dem Unboxing, ist das Paket vom Borki. Ihr kennt alle Borki, das Paket ist auch richtig schwer. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Das war ja früher richtig brutal. Gefühlt jeder hat einen zugespammt, jeder hat irgendwas geschickt. Gerade auch zur Weihnachtszeit musste ich ein richtiges Special machen mit den ganzen Weihnachtspaketen, die kamen. Da war ich richtig überrascht. Letzte Zeit ist es ruhiger geworden. Ich wollte das Unboxing-Thema dann auch ein bisschen lassen. Hab dann gedacht, du kannst nicht mehr für jedes Ding einzeln ein Video machen, das ist zu viel. Sammel halt und mach mehrere mit einmal. Das war dann auch interessanter, angelehnt eben an das Weihnachts-Unboxing. Weil da habe ich ja ganz viel mit einmal gehabt. Das war cool, da haben die Leute gerne geschaut, auch wenn es dann länger ging. Was steht hier jetzt? Fanpaket für Ramon. Erst lesen. Liebe Grüße, Borki. Da müssen wir diesen Brief lesen, damit wir wissen, was es damit auf sich hat. Wir machen den mal auf. Wir gucken hier mal rein. So, immer noch mal gucken, ob noch mal was drin ist. Es sieht immer so geldgeil aus, ja, wenn man noch mal in das Kuvert reinguckt. Aber manchmal ist da trotzdem irgendwie eine Karte drin oder irgendwie ein Sticker von einer Hot Gurgel, Hot Girl Dings. Hallo Ramon. Anbei ein kleines Fanpaket von mir, Borki 2507. Wie versprochen, die scharfen Soßen aus Mallorca. Ich schon wieder vergessen. Okay. Zusätzlich noch scharfe Chips. Zur selben Marke gab es mal ein Tasting. Das sind bestimmt. Sehe ich ja dann. Okay. Dann habe ich dir noch lokales Bier verschiedener Marken eingepackt. Ist allerdings Altbier. Geschmackssache, aber im Rheinland trinken wir es sehr gern. Vielleicht eine Idee für ein Tasting. Jetzt ist Hannes weg. Kannst mich ja mal wissen lassen, was dein Favorit ist. Hoffe, dir schmeckt's. Füchschen gibt's zweimal. Ich fand die Dose cool zum Hinstellen. Füchschen fand ich vom Geschmack her aber richtig brutal. Hat mir gar nicht geschmeckt. In Dosen kenne ich das aber, glaube ich, noch gar nicht, oder? Hatte ich einmal eine Dose mitgebracht? Flaschen? Dosen? Müsste ja eigentlich dasselbe Etikett sein, außer es sind wieder andere. Habe auch noch eine Kleinigkeit zum Naschen für Pupsi und Marie. Hoffe den Geschmack getroffen, dazu getan. Plus eine kleine Sache für den Nachwuchstrainer Jonas, der kleine Habanero. Liebe Grüße und bleib wie du bist, Thomas Borki 2507. Das ist wieder so ein Zettel, den ich mir aufheben muss, den ich in irgendeine Kiste reinpacke, wo ich alle anderen Zettel oder von den Wunschlisten, wenn da immer so ein Zettel mit dabei war, wer einem was wie wo geschickt hat, dass du später mal deinen Kindern zeigen kannst. Guck mal, ich habe damals mal Fanpost bekommen. Ja, so müssen wir das machen. So, wir können das jetzt mal hier hochladen. Jetzt weiß ich, es lag mir auf der Zunge, Pepper Kings, wo er gesagt hat, von der Marke wurden schon mal Chips getestet. Das ist das randvolle Paket. Das wollen wir jetzt mal auspacken. Hier ist nämlich ein Beutel. Das ist ja wie an Weihnachten. Ihr kriegt extra ein Dütchen. Hier steht Pupsi und Marie. Da ist extra ein Zettel drauf. Da sind sogar extra Aufkleber drauf. Mit einem Igelchen und einer Elster. Darf ich das überhaupt aufmachen? Pupsi und Marie. Ich sehe hier einmal Lindpralin. Da freut sich Pupsi, weil sie Lindpralin über alles mag. Da hast du auf jeden Fall den Geschmack getroffen. Dann haben wir hier einmal Wunderland Katjes Pink Edition Einhörner. Was Pinkes trifft man bei Mädchen wahrscheinlich auch über den Geschmack. Einhörner sowieso, die mögen ja sowas. Und das ist nicht die Pink Edition, das ist die Rainbow Edition. Aber auch von Katjes Einhörner. Das ist sehr cool, das muss ich wieder einpacken, damit ich dann auch wieder weiß, wem was gehört. Ja, was sind das? Tortilla Chips. Oh, da hast du das Richtige genutzt bei den Chips. Bei diesen komischen Pepper King Chips gibt es ja Kessel Chips. Finde ich absolut kacke. Dann gibt es Tortilla Chips. Finde ich tausendmal besser, weil die halt viel fester sind und man mehr dran rumzuknuspern hat. Und dann gibt es ja auch dieses Habanero Popcorn von den Pepper Kings, was für mich immer am interessantesten war.
Tortilla-Chips sind auf jeden Fall völlig in Ordnung. Hier aber was für Jonas. Jonas Habanero. Hier ist ein kleines Füchschen drauf. Hier ist eine Eule mit drauf. Das sieht aus wie eine Tasche. Da kannst du, ne, wenn er nicht spurt, kannst du in die Tasche reintun und dann ist er weg. Auf der Tasche ist ein Bär. Guck dir den Bär an. Adi, was machst du Auge bei dem Bär? Weil der auch Augen hat, weil der dich anguckt. Hier drin habt ihr dann ein Bübchen Schaumbad mit Glurak drauf und ein Bübchen Shampoo und Duschgel Glumanda 2 in 1 Pokémon. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich kenne immer nur das Blaue mit dem Schicki drauf. Eins mit Glumanda habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Passt aber. Glumanda, Feuer, Brenn, Scharf, Habanero. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Was ist das? Müsste man wahrscheinlich rumdrehen. So. Ich habe keine Ahnung, was das ist, welche Sorte. Da steht mit Aloe Vera, der kleine Fußabdruck. Welche Sorte das genau? Vielleicht bin ich auch blind und hab's nicht gesehen. Ich habe mal im Laden, da gab es ja verschiedene Bübchen mit verschiedenen Pokémon drauf. Das Rot habe ich, wie gesagt, nicht gesehen, aber ich habe andere gesehen. Und da haben manche wirklich ja so bestialisch gerochen. So richtig brutal, wo du denkst, das ist Bübchen. Das riecht wie Oma unterm Arm, sagt man immer. Und das aber sehr lieblich, das ist richtig toll. Hier habt ihr jetzt Pepper Kings. Habanero Tortilla Chips. Da sitzt wieder hier der Ramses mit seinem weißen Unterhemd von Ramses Kitchen drauf. Die hat man schon mal, die habe ich mit der Mama auch schon mal getestet. Da haben wir die Kesselchips, die Habaneros, das Popcorn, alles mal in einer Folge gehabt. Das war richtig cool. Die kannst du essen. Entweder isst du die ganze Packung und hast dann richtig Schmerzen im Mund oder du isst immer mal 2-3 Stück, wenn du einen kleinen Schärfekick brauchst. Hat er die selber auch schon mal probiert? Das würde mich mal interessieren, was seine Meinung dazu wäre. Jetzt Flaschen. Das wird kriminell, weil das alles auszupacken, da sitze ich wahrscheinlich morgen noch, außer wir holen uns hier die Schere. Adi, wo hast du die Schere hin? Adi, habe ich nicht mal eine Schere gehabt oder wie? Die Schere ist unter dem Habanero-Paket. Moment. Wir gehen jetzt hier rein, wir schneiden das jetzt mal hier auf, gucken, ob wir uns da durchwühlen können. Und kriegen dann immer eine Flasche Bier mit Bügel, eine Bierbügelflasche. Also scharfe Soßen hieß es doch noch. Scharfe Soßen sind auch dabei. Das heißt, sind die etwa auch in Glasflaschen oder sind die nur so verpackt, damit nichts rauskommt? Das ist keine Soße, das ist Bier. Das ist Alt-Hannen seit 1725. Schon mal gesehen? Alt-Hannen-Bier, kleine Bügelflasche. Stellen wir uns mal hier oben hin. Dass Adi nicht wieder da hochhüpft, ist jetzt die Frage. Genaya, wenn die Bier schickt, packt ja immer gleich 2 Stück rein von derselben Sorte, dass man das so für Chill mit Ramses Monat immer trinken kann. Hier wäre es natürlich, wenn man nur eine Sorte hat, für ein Bier-Tasting an sich gut. Hat er ja geschrieben, vielleicht für ein Bier-Tasting, kommt jetzt mal drauf an, wie viele das sind. Aber wenn das sowieso hier Altbiere sind, selbst wenn es nur 6 Stück wären, ist ja auch ein Sixpack, kann man trotzdem auch irgendwie trinken. Das ist ein Bolten, Brautradition seit 1266. Bolten alt vom Niederrhein. Das müssen wir auch irgendwann nochmal zeigen. Ganz groß bei einem Biertasting. Eigentlich könnte ich mir das so sparen gerade, oder? Das Auspacken von den ganzen Biers. Oh! Jetzt habe ich hier irgendwo reingestochen und da kam lauterweise Brühe raus. Jetzt war ich so sicher, dass das bestimmt Biertasting ist. Und es ist natürlich was anderes. Aber doch, es ist ein Bier, aber es ist eine Bierdose. Deswegen hat diese Bierdose gerade richtig schön Schaum verloren. Da freut sich Fuzzi bestimmt, wenn das ganze Bett dann nach Bier riecht. Dann machen wir hier den Boden ab. Versuchen hier irgendwo klarzukommen. Pupsi, es tut mir leid. Das ist die Füchschendose. Ja, da ist jetzt hier ein Schlitz drin. Will man das jetzt zeigen? Da ist Füchschen, ne? Oh, die ist hier unten der Schlitz. Das ist eine Dose Füchschen. Auch alt, natürlich.
Oh. Adi, Schatz. Ich tu das mal hier rüber. Du passt jetzt mal drauf auf, dass sich das nicht bewegt, wenn eh schon alles schwimmt. Aber Pupsi hat ja eh gesagt, ich soll mal hier das Bettlaken wechseln. Da sind lauter Flecken drauf. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Hat sie auch recht. Müssen wir also mal machen. Heute stinkt einfach nur alles. Egal, was ich anfasse. Adi, nicht das Bier trinken. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. So, da können wir rein. Das ist eine Flasche, das sieht man. Warum zischt das jetzt? Jetzt geht's weiter. Wenn einmal was schief läuft, zieht sich alles hinterher. Hier steht auch Altbier. Altbier von Klerich, Üritsch, das leckere Schröpke. Ich kann es leider nicht lesen. Ist das ein U, ist das ein CL, ist das was anderes? Das müssen wir auch mal testen. Jetzt, wo aber die Flasche irgendwie auch schon gezischt hat oben am Bügel. Wohl falsch gezogen. Jetzt hier, das ist eine Flasche. Da kannst du auch wieder öffnen. Am besten, ich öffne die erstmal und zeige einfach jede Flasche einzeln, die drin war, damit ihr euch nicht angucken müsst, wie ich mich hier die ganze Zeit mit den Flaschen rumkämpfe und rumkämpfe. Es gibt auf jeden Fall wieder eine heftige Sauerei. Aber er ist auf Nummer sicher gegangen, dass nichts kaputt ist. Aber ich das dann einfach beim Unboxing kaputt mache. Perfekt. Das ist ein Schaumacher Alt. Schaumacher Alt wieder in einer Bügelflasche. Dann das nächste, was hoffentlich auch eine Flasche ist. Ja, das sieht aus wie eine Flasche. Original Schlüssel, lese ich da. Einfach immer den Boden aufschneiden, das passt. Original Schlüssel, Hausbrauerei zum Schlüssel Düsseldorf, Altstadt 1850. Das ist cool. Vom Etikett her ist auch hier golden, schön geprägt. Kann man sich gut geben. Das sind Soßen, die müssen erstmal zur Seite. Hier schwimmt nämlich immer noch alles. Jetzt kommen wir wieder hierher. Ich hoffe, es war nur eine Dose Füchschen dabei. Oh. Adi, merkst du, wie es klebt? Wie es immer perfekt. Eine Flasche Diebelsalt. Diesmal ohne Bügel, einfach grün. Brauerei Diebels in Isum am Niederrhein. Kennt ihr Isum am Niederrhein? Schreibt's in die Kommentare. Das ist eine Füchschen, aber keine Dose, sondern eine Flasche. Da kannst du reinstechen, da dürfte jetzt also nichts passieren. Und zwar sogar eine große Flasche. Ich glaube, ich kenne nur von Füchschen die kleinen 0,33 Flaschen. Füchschen alt, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Da ist normal also das Zeichen drauf. Dieses Bier, fast dieses Bierglas, wo der Fuchs sich dahinter versteckt. Jetzt muss ich nochmal auf die Dose gucken. Moment. Ja, das ist dasselbe Zeichen. Ich dachte bei Füchschen, nee, in der Werbung, wenn Füchschen Werbung gemacht hat, da waren die Füchse immer sehr freizügig und sexy unterwegs. Auf den Flaschen, die Etiketten sehen hingegen wohl gemütlich aus. Oder es musste abgeändert werden. Ich weiß jetzt nicht, ob die Werbung verboten wurde oder ob die Etiketten verboten wurden und die deswegen jetzt alle so einheitlich waren. Da kann mir die Shinaya bestimmt noch mehr dazu erzählen. Vielleicht auch der Borgi selber, vielleicht auch andere Zuschauer, die sich damit auskennen. Hier habt ihr noch einen Brauerei Kürzer, auch alt, hausgebraut in Düsseldorf. Das sieht interessant aus. Und das würde ich auf einer Meile auf jeden Fall mitnehmen. Diese schwarze, dunkle Flasche, mach's kürzer, Brauerei Kürzer. Ist auch lustig auf jeden Fall. Eine Flasche haben wir noch. Dann noch die Soßen. Bei den Soßen muss ich aufpassen, dass wenn ich da reinsteche, dann ist wieder Feierabend. Also stechen wir lieber nicht rein. Jetzt weiß ich auch, stimmt, da hatte Bilder in den Fanchat geschickt. Und lagen da so verschiedene Soßen. Da gab es auch so ein, also die Bilder, die Soßen, die Etiketten. Ich fand das total hässlich. Ich glaube, da war überall wie so ein Teufel drauf.
Und da gab es auch so ein Probierset mit ganz kleinen Fläschchen von den Soßen, wo ich gesagt habe, das würde mich interessieren, auch wenn das alles hässlich aussieht. So ein Probierset geht ja immer mal. Hier haben wir jetzt auch noch ein Altbier, ein Oettinger Alt. Das sind auf jeden Fall genügend alt. Das alte Bier-Tasting demnächst. Was ist mit der Bügelflasche? Ich hab noch nie von Oettinger Altbier gesehen mit so einem dunkelgrünen Etikett. Also das wäre auch interessant. Vor allem kommt der Fahrer heute spontan sagen, komm, wir machen ein Bier-Tasting. Mir ist da nämlich eins aufgegackt. Wäre der bestimmt dabei, hätte er bestimmt Bock, aber eigentlich habe ich Sodbrennen. Von den letzten 200 Bier-Tastings die vergangenen Tage, das war alles nämlich schlimm genug. Und jetzt kommt eigentlich die Zeit, wo man wieder in sich kehrt und fastet, ja, die Bierfasterei. Wer kennt es nicht? Hier bin ich noch gespannt, weil das müssten jetzt die Chili-Soßen sein, die extra nochmal eingepackt sind, oder wie? Extra nochmal in ein schwarzes. Guck mal, dieses schwarzes Papier, wo auch nochmal Mallorca draufsteht. Tropical Products Mallorca. Nogal, Productos Típicos de Mallorca, typische Produkte Mallorca in so einer schwarzen Tüte. Und das also direkt Chili-Soßen von der Insel mitgenommen. Perfekt. Reiß mal einfach mal auf. Guck mal einfach mal rein. Und dann seht ihr hier ein Butxi Hot Sauce. Only for spicy experts. Nur für würzige Experten. Das ist eine richtig komische braune Schachtel. Da habt ihr hier einen richtig heftigen Teufel drauf, der jetzt wieder doch gut aussieht. Und dann ist das alles aufgelistet hier von 2, 4, 4, 5, 3, 3, 1. Was es ist, welche Sorte, es steht halt alles outländisch drauf. Ja, ich sehe hier Carolina Chocolate und so Zeug. Die Flaschen. Auf den Flaschen steht wahrscheinlich gar nichts. Das sieht aus halt wie Saft. Oder irgendwas anderes, kleiner Smoothie. Also das ist ein interessantes Tasting. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Da bin ich gespannt. Ich kann, soll ich mal hier reingucken, aber das rausziehen. Das kann man rausziehen. Da seht ihr nämlich schon mal die Flaschen. Und wie in der ersten hier auch eine Chili drin rumschwimmt. Ansonsten, ja, die sehen halt sehr essigartig aus, aber das kann natürlich täuschen. Die können es auch trotzdem voll in sich haben. Also das ist für mich das Highlight aus dieser Box. Danke trotzdem aber für die vielen Biers. Danke für das vollgesaute Bett. Da kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Danke an jeden, der immer Fanpost schickt oder coole Sachen findet und sagt, die soll man mal testen oder man will mal eine Meinung dazu haben. Mit den Altbiers wird auf jeden Fall ein Bier-Tasting kommen. Hannes ist gerade weg, kommt im November wieder, aber bis ihr das seht, ist wahrscheinlich schon wieder Oktober nächstes Jahr. Deswegen war es das von meiner Seite aus. Ich feiere es immer noch. Ich muss Pupsi jetzt mal hier das Bett zeigen, wie das aussieht. Ich muss ihr ihre Sachen geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Adi, dir geht's gut? Adi, Schatz. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Adi. Adi, der Bildschirm geht nicht. Adi, jetzt habe ich schon 5-mal drauf gedrückt. Ich glaube, das erkennt meinen Finger einfach nicht. Du sollst nicht immer das Zeug essen. Adi, Schatz. Adi. Adi. Hier oben. Kamera geht nicht. Adi. Adi. Es geht halt wirklich nicht. Keine Ahnung.